Team von Cinema Strikes Back und natürlich auch euer sehr verehrtes Publikum. Ich freue mich sehr, dass ich ein Adventstürchen sein darf in eurem Kalender rund um das Thema, was ist denn dein Lieblingsfilm der letzten 10 Jahre, beziehungsweise Filme, die nach 2010 rauskamen. Nun, bei mir ist es jetzt vielleicht nicht so überraschend, könnte man denken, weil, oh, er hat ja so viele Oscar-Nominierungen, aber für mich ist es dennoch La La Land. Damien Chazelle inszenierte diesen Film, der 2017 rauskam, mit Emma Stone und einem wunderbaren Ryan Gosling in den Hauptrollen. Und es ist die Geschichte von Mia und Sebastian, die zusammen in Hollywood zwei unterschiedliche Träume leben. Der eine liebt die Jazzmusik und will als Musiker erfolgreich sein, die andere als Schauspielerin. Und in einer Welt wie Tinseltown eben, in der Träume erschaffen werden und man Emotionen an jeder Ecke spüren kann, ist es diese unglaubliche Romantik in diesem Film, die ich toll fand. Allein die Öffnungsszene, was da an Farbgebung passiert, was da musikalisch passiert, wie oft ich diesen Score, diesen Soundtrack zu La La Land gehört habe, ist eigentlich unzählbar. Und ich habe den damals, glaube ich, 3-mal im Kino geguckt mit 3 wirklich unterschiedlichen Besetzungen an Menschen, Publikum in den jeweiligen Sälen, und ich war jedes Mal fasziniert davon, wie die Leute reagierten, aber vor allem ist es diese tiefgehende Romantik und diese Liebe auch zu Filmen und wie sehr aber auch der Preis groß sein kann, wenn man seine eigenen Träume verwirklicht und was wäre gewesen, wenn vielleicht doch nicht. Dieser Blick, den Ryan Gosling und Emma Stone am Ende miteinander teilen oder die Figur des Mia und Sebastian sich angucken und wie lange der gehalten wird, ist für mich immer so ein Moment, da muss ich die letzten 10, wenn ich über die Filme letzten 10 Jahre denke, bleibe ich da immer wieder hängen und glaube, das ist eben, was Liebe kann, was Film kann, wie sehr mich Film berühren kann, aber auch kameramäßig Schattenspiele an dem Observatory in Los Angeles und alles, was dazugehört, ist eben letztendlich der Weg zweier Menschen, die sich kennenlernen, die sich lieben lernen, die ihre Träume verwirklichen wollen, und was ist, wenn diese Träume dazu führen, dass man zu einem Abzweig kommt, der uns wieder auseinanderbringen kann und man dann zurückblickt und sagt, wir hatten eine tolle Zeit und vielleicht hätten wir eine so lange tolle Zeit dennoch haben können. La La Land berührt mich deswegen jedes Mal aufs Neue und ich hoffe, es gibt den einen oder anderen da draußen, der diesen Film auch so liebt. Zumindest für mich ist es mein Lieblingsfilm der letzten 10 Jahre. Und ja, das war mein Beitrag zu diesem Adventstürchen. Vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein darf. Und wer La La Land noch nicht gesehen hat, kann das gerne mal nachholen dieser Tage. Macht's gut. Dankeschön. O Tannenbaum! O Tannenbaum, ho ho ho! Verpasst keines der weiteren Türchen unseres Adventskalenders und abonniert Cinema Strikes Back oder schaut euch den Kanal unseres Gastes an oder einfach das letzte Türchen. Abonniert uns, dann verpasst ihr nichts mehr. Ich grüße der Weihnachtstürke mit Rudolf.